In Barbie Profi 3 können Sie auch selbstverständlich Ihre Warengruppen auswerten. Die Warengruppenübersicht finden Sie in den Statistiken, sprich in den Auswertungen auf der linken Seite der vierte Button von oben, oder alternativ können Sie es natürlich über die Administration, Statistik und dort Warengruppen auswählen. So, wir haben die Warengruppen nun offen. Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, den Zeitraum auszuwählen, die Monats-, Quartals-, Jahresübersicht oder einen frei definierbaren Zeitraum von bis. Des Weiteren können Sie in der Mitte, wenn Sie wollen, einen speziellen Lieferanten auswerten, damit Sie einfach mal sagen, okay, was habe ich denn von meinem Hauslieferanten im aktuellen Jahr, zum Beispiel 2014, in Form von Barverkäufen, wie auch immer, verkauft. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf das Auge rechts oben, um den SQL Statement neu auszuführen, das heißt, um die Liste aktualisieren zu lassen. So. Hier können Sie natürlich auch sagen, und hier muss ich jetzt anders ausholen, hier gilt das gleiche Prinzip wie bei vorhergehenden Auswertungen, wo oben steht, keine steuerrelevante Auswertungen bedeutet, dass hier immer die Grunderstellungsart oder die Grundherausgabeart von Waren berücksichtigt wird. Dazu gibt es auch ein sehr schönes Video, das die Bezeichnung trägt, was bedeutet keine steuerrelevante Auswertung. Also da gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht großartig drauf ein, weil es in diesem Video ja separat erklärt wird. Okay, auch könnten Sie natürlich hier sagen, Lieferscheine, Rechnungen will ich alles sehen, dann klicken Sie einfach auf das Auge, die SQL-Anweisung wird neu ausgeführt und Sie können es auch nach Warengruppen oder nach Umsatz sortieren lassen. In dem Fall haben wir jetzt das nach Warengruppennamen sortiert. Gehen wir auf Umsatz und lassen die Liste neu aktualisieren. Dann haben wir natürlich die Damenhosen oben, weil wir da den meisten Umsatz damit gemacht haben, und dann die Schrauben und dann erst die PC-Spiele. Sagen wir hingegen wieder, wir wollen es nach Warengruppen sehen, dann ist die Reihenfolge umgekehrt, weil es einfach nach P kommt im Alphabet. Das Ganze können Sie sich selbstverständlich auch ausdrucken und Sie können hier natürlich auch Ihren Balkenübersicht dementsprechend gestalten, wie Sie es gerne hätten.